Willkommen aus der Villa Premium Deluxe, wie versprochen, heute an einem schwitzigen Donnerstag in Finnland. Wir haben heute hier, keine Ahnung, 26 Grad, sagt Google, aber es fühlt sich an wie 30. Also ich glaube, es ist in der Sonne wesentlich mehr und hier in meiner Premium Villa Deluxe YouTube Studio Geschichte ist es noch wärmer gefühlt. Aber ich habe für euch nichtsdestotrotz frisch gepresste Themen. Ich habe für euch noch eine kleine Nachlese von der AIX, weil es zum Thema passt. Und zwar eine Rentnerin ist auf dem Weg von Nürnberg nach irgendwo, aber nicht nach irgendwo gekommen, sondern woanders hin. Ich erzähle euch, wieso. Und ich gehe dann auch bei dem Thema darauf ein, was es für Lösungen gab auf der AIX, die ich spannend fand zu dem Thema für Leute, die reisen, die irgendeine Einschränkung haben in der Mobilität. Fand ich äußerst spannend. Dann haben wir nochmal Gerüchte, Küche aus Italien. Lufthansa wohl mit Brüssel noch nicht ganz so abgeschlossen, wie man es dachte, dass das Ganze jetzt nicht funktioniert. Man versucht sie nochmal ein bisschen in Brüssel zur Bewegung zu bringen, dass man ITA doch den Deal machen kann, indem man British Airways und auch andere, ich muss gerade ablesen, Air France und KLM, mit ins Boot holt, indem man ihnen Vorteile verspricht. Und man geht auch noch etwas mehr auf Linate ein. Ja? Könnt ihr euch auch angucken. Weitere Themen sind natürlich Austrian Airlines. Austrian Airlines 787, Boeing 787, Schattenfabrik. Was ist das? Und was passiert da? Also Ausblick auf die 787. Und dann hat Frankfurt Flyer eine Frage aufgeworfen. Nein, sogar zwei Fragen, die wir heute in der Sendung bearbeiten. Einmal: Kommt Allegris, oder wie das auch immer in Österreich dann heißen muss, auf die 787, also die neuen, die werksneu kommen? Oder dann das nächste Thema, was sie haben, ist Emirates. Wird Emirates Starlines Mitglied? Dafür habe ich meine verstaubte Kappe rausgeholt. Ihr seht, das Ding muss nochmal gewaschen werden, aber schwarz ist halt immer doof. Es ist verstaubt, weil ich sie jahrzehntelang gefühlt nicht angezogen habe. Doch, ich hatte die mal angehabt, aber irgendwie richtig in die Ecke geschmissen, vergessen. Aber ich habe gedacht, ich hole sie heute mal raus, weil es zum Thema passt mit Emirates. Und wir haben leider eine traurige Nachricht. Eine Person starb, als sie vom Triebwerk eingesogen worden ist. Wir haben da auch nochmal eine Referenz. Da gab es das ja auch schon mal in den USA und das passierte öfters. Gucken wir uns auch genau an. Ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt. Nee, die 767 werden noch rausgeflottet. Aber jetzt seid ihr dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren, abonnieren. Diese Sendungen werden ja meistens auf Podcast weiter vertrieben, auf unserem Podcast-Kanal. Ich muss mich bei den Podcast-Zuhörern entschuldigen, weil ich muss mich entscheiden, ob ich das auf dem Kanal bringe oder nicht. Das Problem ist, dass diese Sendungen, besonders die Sendungen, die wir zur AIX gemacht haben, sehr visuell sind. Und da kommen halt viele Sachen dann leider nicht drüber. Deshalb habe ich mich dagegen entschieden, diese zu veröffentlichen. Aber die heutige Sendung wird wieder als Podcast veröffentlicht werden. Auch wichtig ist natürlich, wenn ihr den Podcast hört, schaut auf YouTube. Ihr bekommt halt wesentlich mehr visuelle Eindrücke als auf dem Podcast. Ich weiß, ihr könnt es nicht im Auto sonst abspielen. Einige, ich selber, ich habe auch YouTube im Auto. Ich weiß nicht, ob das an Apple Play liegt oder wie das ist, aber auf jeden Fall habe ich den Ton. Aber da der Wunsch da ist, dass die Leute das machen wollen, gebe ich das wieder verstärkt auf Podcast. Jetzt können wir nach 3 Minuten 45 Intro wieder anfangen, da zu sprechen. Und zwar ist es hier jetzt passiert, eine Seniorin, ich muss mal aufpassen, dass ich nicht Senatorin schreibe, aber es ist Seniorin, die wollte von Nürnberg, vom Albrecht-Dürer-Flughafen, so ist es richtig, ich weiß gar nicht, wie ich auf Frankfurt komme. Ah doch, ich komme auf Frankfurt, weil natürlich unser Kollege in Frankfurt, der Max, der hat da natürlich auf dem Service zu tun. Er bringt die Leute an Bord. Und da ist es halt passiert, dass in Nürnberg jetzt eine Dame im Alter von 86 Jahren war sie, nee, 83 Jahre, ich will sie nicht älter machen, die ist ungewollt nach Albanien geflogen. Also sie sollte eigentlich auf den Flug nach Athen und ist dann am 22. Mai nach Tirana geflogen, auf den Flug gebracht worden. Und das ist natürlich eine interessante Geschichte in meinen Augen. Warum ist interessant? Zwar einmal deshalb, wieso ist denn das auf dem Flug nach Tirana nicht aufgefallen, dass sie einmal einen neuen Wheelchair-Passagier haben? Also das müsste man ja mal gucken, ob man da Leute hat. Und auf der anderen Seite ist auf dem Flug von Athen oder nach Athen nicht aufgefallen, dass da ein Passagier fehlt.
gut, dass einer nicht geboardet ist, das passiert, dann wird die Pax-Liste, wird offloaded und so weiter. Also insofern ist das natürlich alles unangenehm, aber dass man da nicht guckt. Und das ist ein einmaliger Vorgang, unglückliche Verkettung mehrerer Umstände, so sagt es die Pressemitteilung oder die Presseabteilung vom Flughafen in Nürnberg. Ich finde das Ganze relativ schade, gerade Leute, die mobilitätseingeschränkt sind, und Respekt für die Dame mit 83 noch zu fliegen. Meine Mutter ist jetzt, was haben wir, Jahrgang 42, also 82 Jahre dieses Jahr am 11.11. Also insofern auch Respekt, wenn man in dem Alter noch reisen kann. Ich finde das gut, dass das gemacht wird. Und deshalb werden auch immer wieder diese Lösungen zur Mobilität wichtiger und wichtiger. Heißt also, dass man hier wirklich schauen muss, dass man den Leuten das Leben und das Reisen einfacher macht. Da gibt es jetzt von Collins, und das sind die mit dem Maya-Seat, wenn ihr die Sendung nicht von vorgestern gesehen habt, dann solltet ihr schauen, meinen AIX-Report, dann seht ihr hier meinen Bericht dafür. Ich weiß gar nicht, warum ich den gar nicht da reingetan habe, aber es hat jetzt als Thema gepasst und vielleicht war das der Grund. Und da seht, please come this way. You'll be coming through door one, just as the motorized wheelchair und ihr seht will be coming through door one. In this application, the wheelchair is installed and it's anchored down on top of a pallet. What's the WC-19? Ich muss immer so ein bisschen aufpassen, weil die da auch reden, ich höre es leider nicht. So they have the same passenger experience that anybody else in the cabin would have, including a meal tray table, USB ports, storage for their medical items in the closet. Ja, also hier mit dem Rollstuhl dann raus einmal. Da seht ihr halt wirklich, wie es mobilitätseingeschränkt ist und wie man das Leben wirklich vereinfachen kann, wenn man mobilitätseingeschränkt ist, wenn man einen eigenen Sitzplatz hat. Und wie ihr gehört habt von der Collins Aerospace, die hat ja darauf hingewiesen, dass es auch kein Platzverlust ist. Ich hatte mit anderen gesprochen, Delta hatte auch eine Lösung. Bei Sam Chui könnt ihr die sehen, ich hatte Sam bei Delta auf dem Stand getroffen. Die haben das etwas anders gemacht, dass man den Sitz da reingeschoben hat. Aber hier in dieser Lösung sieht man halt wirklich, dass dort angeblich kein Platz aus dem Sitzkontingent rauskommt. Und dass es halt dann wirklich angenehmes Fliegen ist. Und in den USA ist es ja ein Riesenthema von der Biden-Administration, dass man für Leute, die halt Bewegungs- oder mobilitätseingeschränkt sind, dieses Leben vereinfacht. Auch ein Thema, was ich spannend fand, war die Toilette. Und da bin ich mit Seth, meinem Kumpel, uns war nichts zu schade. Gott sei Dank ist das auch gefilmt worden. Danke nochmal für den Schnitt dafür, beziehungsweise für den Videoausschnitt. Und zwar schaut euch das mal an mit der Doppeltoilette. So please come this way. You'll be coming through door. Das war falsch. Ich weiß auch gar nicht warum. Warum ist das jetzt mit der Doppeltoilette nicht gewesen? Dann machen wir es doch einfach so, wie wir es immer machen. Wir improvisieren und Bodies, not on narrow bodies. And this is essentially our concept for achieving this within narrow body. And the trick is that you don't lose any passenger places doing this. And this is just by fusing two lavatories. Usually you have a D and an E, so a left hand and a right hand. Hier seht ihr dann, wie ich mit Seth dann aus der Toilette rauskomme. Also für zwei Leute. Please come this way. You'd be coming through door one, just as the motorized wheelchair would be coming through. Weil ich es falsch arrangiert habe. Aber ihr habt ja gesehen, es hat geklappt. Also insofern hier wieder zurück zu euch. Also ihr seht, da sind viele Lösungen vorgeschlagen worden auf der AIX. Und da kann man dann natürlich sehen, wie weit das Ganze dann fortschreitet. Ich persönlich finde diese Toilettenlösung etwas besser, weil sie auch nicht unbedingt diese kleine, schmale Toilette ist. Hinten, wo man auch die Wand bei der Lufthansa, zum Beispiel bei der Spaceflex nehmen kann. Also insofern eine sehr, sehr gute Lösung. Jetzt muss man sich nur vorstellen, dass da drin eventuell noch ein Rollstuhl ist und so weiter. Also das ist schon trotzdem eine enge Kiste. Ihr könnt ja hier rege kommentieren und rege schreiben. Nachdem mir das Thema Mobilität wichtig ist, müssen wir direkt zum nächsten Thema leider gehen. Ich weiß, die Zeit drängt. Und zwar Lufthansa will den ITA-Deal retten. Und zwar insofern retten, dass man dort die Air France KLM, aber auch British Airways mit ins Boot holt. Dieses ins Boot holen funktioniert wie folgt. Und zwar das ins Boot holen soll so sein, dass man dort auch die Allianz, also diese Atlantic Joint Venture, öffnet für andere
und dass die dann reinkommen, ist jetzt nicht so ein, ist ja dann eher noch mehr eine Monopolisierung in meinen Augen. Und wenn man jetzt der Corriere della Sera glaubt, dann ist das so, dass man sich im Moment auf die Kurzstrecken konzentriert hat. Ganz einfach deshalb, weil die Langstrecken halt für Lufthansa eine rote Linie waren und anscheinend nicht mehr sind. Und da ist es halt wirklich so, dass der deutsche Konzern sonst halt zu viel Marktmacht auf bestimmten Strecken hat. Und es soll halt wirklich diese wirtschaftlichen Anreize geben für die Konkurrenz, dass man da dann weiter, ja, keine marktbeherrschende Stellung bekommt. Und das ist dann beim Langstreckengeschäft so, dass man vor, zum Beispiel auch gesagt hat, man möchte sie ja erst später integrieren. Ist natürlich auch nur eine Verschiebung. Also das heißt im Prinzip, wenn man das, die Integration macht, ob die das jetzt heute machen oder in 2 Jahren machen, das kommt. Also das ist halt einfach so. Aber man hat halt auch in Linate mehr Slots abgegeben, als man wollte. Das sind ja 15 bis 17 Slot-Paare, also sowohl die Paarung aus Linate raus, aber auch am Zielort, dass es dort einen Slot gibt, dass man da also da direkt in Konkurrenz zur Lufthansa fliegen kann. Und 15 bis 17 Slots sind mehr, als man vorher wollte, weil vorher waren das, glaube ich, 11 Slots, die man dort angeboten hatte. Und da ist es halt so, dass man damit gerade für die Billigfliegerkonkurrenz, das wären dann hier namentlich die Freunde von EasyJet oder Voleta, die könnten dann halt wirklich von Italien aus weiter nach Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien fliegen, was natürlich die Hauptmärkte der Lufthansa sind und der Lufthansa Group, um ganz genau zu sein. Also hier von euch nochmal würde ich gerne die Meinung wissen, was ihr davon haltet, was ihr davon denkt, ob ihr jetzt sagt in irgendeiner Art und Weise, ja, Freunde der gepflegten Gastlichkeit. Es wird nie langweilig mit der ITER, ne? Gut, wir gehen weiter mit unserem Thema dann mit der Austrian Airlines, aber da gehen wir vorher nochmal ein auf das Thema von Boeing. Die haben ja eine 787 Schattenfabrik. Was ist die Schattenfabrik? Die Schattenfabrik ist die Fabrik, nicht weil sie keinen Sonnenschein kriegt und permanent im Schatten ist, sondern ist einfach die Fabrik, wo die Flugzeuge, die schon produziert worden sind, einfach gefixt werden. Und diese will man in 2024 schließen. Und Boeing hat da ja auch eine Pressemitteilung rausgegeben und man hat da einen Produktionsabbau sogar in der 787 in dem Programm reingebastelt, indem man einfach gesagt hat, wir reduzieren das auf 2 Flugzeuge, wir fahren die Produktion in der nächsten Zeit etwas zurück und planen später im Jahr wieder auf 5 787 pro Monat zurückzukommen. Und dann sollte man aber auch in 2026 eine Rate von 10 Flugzeugen haben, also 787 nur, ne? Also nicht andere, nur 787. Und das ist halt wirklich so, dass man da wirklich dann auch eine zweistellige Monatsrate hat, die ja für 2025 eigentlich angedacht war. Aber gut, man muss sich der Realität stellen. Die FAA ist da ja mit ihren 90 Tagen relativ knallhart gewesen. Bis zu dem Zeitpunkt, als Boeing gefragt hat, du, die 90 Tage kann ich nicht einhalten, kann ich eine Verlängerung haben, haben sie nochmal 90 Tage gekriegt. Also Boeing ist nicht in der Lage, innerhalb von 90 Tagen so ein Pamphlet zu erstellen, wie man da, also Pamphlet sage ich jetzt, ne, wie man die Sicherheit verbessert, dass man da halt wirklich keine Türstopfen oder Türblenden, egal wie man es jetzt nennt, verliert und andere Dinge hat, die da Probleme bereiten. Auch ist es so, dass man gesagt hat, man erwartet immer noch in 2025 die Auslieferung der 777X oder der -9er. Und ich denke mal, das Spannende ist, auch wenn man hier behauptet, die 787 hat keine Auswirkung auf die 777-9, das kann auch stimmen, ja, weil das verschiedene Teams sind, aber die 777-9, die hat halt das Problem, dass sie immer noch nicht in 2025, also die hat ja noch nicht mal mit den Flügen begonnen. Also insofern, wenn man sich das anguckt, ist es so, und das steht auch in einem Kommentar unter dem Artikel bei Aero, es wäre halt angebracht, dass man dort halt wirklich auch auf die Problemfelder bei Boeing hinweist in dem Artikel. Und das würde ich dann gerne tun. Und da muss man halt auch ehrlich sein und sagen, dass die vielleicht sogar 2025 gar nicht kommt, weil sie halt wirklich immer noch ein Flattern im Heck hat. Aber gut, das kann man ja vielleicht beheben. Wer weiß, ne? Also auch das wird nicht berichtet, interessanterweise. Und dann ist es auch so, dass man bei Boeing eine Art Cash-Out hat. Also das, was man gemeinhin nennt, ich habe keine Knete in der Kasse, ich muss zur Bank und Kredit holen. Und das ist bei Boeing anscheinend auch der Fall, so wie das in dem Kommentar steht. Und zwar, dass Boeing vor der Insolvenz stünde, was jetzt nicht ganz stimmt, das ist nur die Sparte. Insofern, die kriegen ja anderes Geld, aber es kann auch sein, dass diese Malesse,
die sie halt haben mit der 777-9 und auch mit der 787, Boeing wirklich finanziell so in die Knie drückt, dass sie jetzt Kredite kriegen müssen. Und er schreibt, Ende aus, Mickey Mouse, Boeing steht vor dem Aus und hier werden Luftschlösser verbreitet. Und die können halt noch nicht mal einen 90-Tage-Plan vorlegen. Also daran sieht man, dass sie in den USA Headless Chicken sind. Und man muss dann ehrlich sagen, dass auch der Hinweis richtig ist, dass im Moment nur 2 Flugzeuge pro Monat aus dem Werk rollen. Aber das sind keine neuen, sondern das sind die Flugzeuge, die man reparieren muss. Also das heißt, wo man nacharbeitet. Und das ist natürlich dann auch ein Problem. Und daran wissen wir jetzt auch, wo der Grund ist, dass die Lufthansa zum Beispiel seine Flieger nicht kriegt. Wir werden nachher nochmal besprechen, was passiert mit den 787 für Austrian Airlines. Bevor wir aber da zu dem Thema gehen, besprechen wir nochmal die Preisgarantie, die von Austrian Airlines jetzt neu eingeführt ist. Ihr werdet die von Lufthansa kennen. Und diese Preisgarantie ist kundenunfreundlich. Diese kundenunfreundliche Preisgarantie, fragt ihr euch, ja, Preisgarantie unfreundlich, gar ganz genau. Diese Preisgarantie ist halt wirklich unfreundlich aus 2 Gründen. Einmal ist es natürlich dieses Geerbte von der Lufthansa, weil das System da genauso ist. Und zwar das Thema, dass man sagen muss, dass man nicht weiß, wie viel es kostet, bevor man nicht alle Daten eingegeben hat. Dann fängt es irgendwo bei 7 Euro an. Aber die 7 Euro sind für Flüge, die in der Zukunft fliegen, wo es eigentlich nicht wirklich große Preisunterschiede oder die Gefahr eines Preisunterschiedes gibt. Wenn man näher kommt zu dem Datum, dann sind es 35 Euro zum Beispiel. Man muss, glaube ich, auch absagen, wenn ich das richtig gelesen habe. Und da ist es dann wirklich so, dass man diesen Preis nur für 48 Stunden sich garantiert hat. Turkish Airlines bietet zum Beispiel an, wenn man diese Preisgarantie macht, dass man diese Preisgarantie auch angerechnet bekommt. Heißt also, dass man diese Preisgarantie abgezogen kriegt vom Flugpreis bei Lufthansa nicht und bei Austrian. Also das heißt, da ist es halt wirklich so, dass es damit kundenunfreundlich ist, weil man halt wirklich mehr bezahlt. Und Frankfurt Flyer weist nochmal darauf hin, dass man natürlich diese kundenunfreundliche oder kundenunfreundlichere Variante als bei anderen Fluggesellschaften angewendet hat. Und dass die 7 Euro rausgeworfenes Geld sind, weil sich die Preise eh nicht ändern. Aber warum sollte ich eine Preisgarantie nutzen? Ganz einfach deshalb. Vielleicht muss ich Visa angucken, ob ich Visa bekomme. Vielleicht muss ich in der Familie rumfragen, ob die überhaupt alle Bock haben, ob das Datum passt. Also da gibt es mannigfache Gründe, um so eine Preisgarantie zu nutzen, wenn man halt diese Flüge nicht macht. Aber ein Tipp, warum ruft man nicht bei der Lufthansa Hotline an und sagt, hey, kannst du mir den Flug einfach mal einpreisen und einstielen? Und dann halten. Da sind teilweise 5 bis 6 Tage möglich. Kostet natürlich etwas mehr, weil man angerufen hat, aber das ist auch eine Möglichkeit, um da dann zumindest jetzt nicht das Gefühl zu haben, dass man für die Preisgarantie zahlt, sondern man zahlt dafür, dass man im Callcenter angerufen hat. Und die tragen einem ja alles ein. Also insofern hat man da die Erleichterung. Hier könnt ihr auch gerne nochmal unten kommentieren, inwieweit ihr das als Erleichterung seht und als notwendiges Feature, oder ist das wieder Ancillary Revenue, das heißt also Umsatz, den man bei Austrian greifen möchte und machen möchte, damit man mehr Umsatz macht. Weiter geht es dann bei Austrian Airlines. Die wollen ja bis 2026 die 767 ausflotten. Und diese Ausflottung, die ist natürlich deshalb prekant, weil man natürlich dafür 787er braucht. Und wenn die 787er immer noch nicht kommen, ist das so, dass natürlich mit jeder neuen Boeing 787 legen wir eine alte 767 still, sagt Klaus Schultnick, Projektleiter Einfluss um 787. Und circa Mitte 2025 wird das nächste Exemplar die Flotte verlassen. Also rechnet man dann mit einer neuen. Und die letzte 767 werde dann in 2026 gehen. Die drei Boeing 767 kommen zuerst an die Reihe, weil natürlich es aufwendig ist, so kleine Teilflotten zu betreiben. Die 777 kommt danach auch schrittweise dran, die sind ja gleich alt. Und 2028 möchte man auch damit dann alles abgeschlossen haben, dass man also die 787 in der Flotte hat. Also interessant ist es dann auch, dass man dann 11 Boeing 787-9 fliegt. Einige waren ja vorgekauft, wie ihr ja wisst. Das heißt also Bamboo Airlines gestern oder so, ich glaube gestern war es, ist ja die zweite Bamboo Airlines gelandet, noch in Original Bamboo Airlines. Wird aber die erste, die in Austrian Airlines Lackierung fliegen wird. Und jetzt kommt natürlich auch noch eine interessante Fragestellung und da muss ich den Freunden von
Frankfurt Flyer danken. Und da solltet ihr auch mal wirklich den Newsletter abonnieren bzw. die Webseite besuchen. Sie haben viel Liebe verdient und haben auch sehr oft sehr, sehr coole Themen, die ich nicht, also ich versuche sie oft aufzugreifen, aber ich vergesse es manchmal. Aber schaut da gerne nach. Und ich hatte auch nochmal heute von Max den Hinweis nochmal auf die Sitzplatzreservierung mit Geldfunktionsreservierung, dass man die also den blocken kann, bekommen dafür nochmal Danke. Daraufhin bin ich nochmal auf die Seite gegangen, das hatte ich komplett verdrängt. Was auch ein interessantes Thema war, was ich gesehen habe, ist es mit Allegris. Okay, es wird nicht Allegris heißen, aber ihr wisst, was Allegris ist oder Census bei der Swiss. Und ich sage ja immer, wie soll man das dann bei Österreichern nennen? Alpia irgendwas oder sowas. Ich glaube, das ist Schokolade. Ich weiß nicht, ob die auch Sitze für sich als Markenrecht reingetan haben. Aber die Frage ist natürlich ehrlicherweise, möchte man mit den bisherigen Sitzen dann weiterfliegen, die man da drin hatte und dann auch diese Sitze von der Stange benutzen? Oder möchte man halt Allegris einführen bei Austrian Airlines? Interessant wäre ja auch, dass man das natürlich machen könnte, weil die Flugzeuge identisch konfiguriert werden. Der Wechsel, alle 7 Maschinen haben 26 Plätze in der Business Class, in der 121-Anordnung, direkter Zugang zum Gang. In der regulären Economy Class sind 247 Sitze, 21 Gäste können in der bequemen und Premium Economy fliegen, um das Design der Kabine von Austrian anzupassen. Wurde ja da natürlich nochmal das Ganze so ein bisschen gefaceliftet, beziehungsweise auch Macken entsorgt und das Ganze halt auf neu getrimmt. Sitzbezüge, Trennwände, Stoffe, auch das Logo, auch rote Elemente wurden eingeführt, Kissen und so weiter. Also insofern ist da schon gemacht worden, aber man hat ja noch etwas Entscheidungszeit in Wien, weil die 787 ja nicht kommen im Moment. Und deshalb wird es halt auch spannend, ob man bei den neuen Flugzeugen jetzt diese Sitze einbaut, die da vorher auch drin sind, oder ob man einfach auf neue Sitze geht von Allegris. Die sind ja auch bei der 787 zertifiziert. Das wäre halt spannend, aber dann hätte man halt wieder so ein großes Mischmasch in Anführungsstrichen. Das wäre in meinen Augen mal spannend. Und interessant sind auch die Kommentare drunter, wo einige sagen, dass man bei der Austrian lieber bei dem alten Sitz bleiben soll, weil den Leuten die alten Sitze besser gefallen als Allegris. Und hier ein Zitat: Ich hoffe, dass Austrian gescheiter ist als LH und diese blödsinnige Komplexität verzichtet. Es sind bereits 7 Flugzeuge mit gleichem Layout und es können höchstens sein, dass die restlichen 4 eine größere C bekommen, hoffentlich mit gleichem Produkt. Ob eine größere C wirklich notwendig ist, sei dahingestellt. Wien ist nicht München, Frankfurt oder Zürich, wo es sicher mehr Premium-Publikum gibt. Anderer sagt natürlich Allegris oder Allegris natürlich. So werden die Maschinen der Lufthansa-Gruppe gleich sein. Die ersten 7 können dann die neue Kabine nachträglich bekommen. Ist natürlich eine Rieseninvestition, muss man sich halt auch angucken. Aber einige sagen halt wirklich, bitte, bitte eine Business Class von der Stange. Und deshalb seid ihr jetzt gefragt mit der Frage des Tages. Und zwar gebe ich die euch sofort. Allegris oder nicht Allegris bei der Austrian Airlines? Und weiter geht es dann, was ist euch lieber? Ist euch die Business Class von der Stange lieber oder Allegris lieber? Findet ihr die Allegris phänomenal? Auf der Messe war es interessant. Man wollte da nicht so groß sein. Also immer wenn ich gefragt habe, wurde man versuchte da so ein bisschen um die Antwort bei den Sitzherstellern rum zu lavieren. Aber ich hatte gefühlt, dass die da nicht mit happy waren mit dieser Lösung, die Lufthansa mit Allegris hat. Weil das, also ich kann es nicht sagen. Entweder ist es so, weil man mit seinem eigenen Produkt nicht zum Zug kam oder aber weil man nicht mit wirklich mit dem Produkt zufrieden ist. Ich persönlich finde Allegris relativ interessant, aber auch trotzdem sehr eng in den Schultern. Deshalb hätte mir lieber wirklich so eine Q-Suite-Lösung gefallen von Thomson oder sowas, wenn man da so den Advantage Diamond oder irgendwas genommen hätte und damit hätte man dann wirklich Standards setzen können, wo man mit Familie, mit 2 oder 4 Leuten wie bei Qatar das hätte machen können. Aber das ist wahrscheinlich daran gescheitert, dass das exklusiv ist. Und das andere Thema ist zum Beispiel, dass Lufthansa auch bei Air New Zealand, glaube ich, gescheitert ist mit diesen Sleeper-Betten in der Economy Class, weil Air New Zealand da auch ein Patent oder was auch immer drauf hat und Lufthansa dann nicht zahlen wollte. Oder gibt es da einen neuen Stand? Also wenn ihr da wisst, könnt ihr das auch gerne nochmal schreiben.
Jetzt haben wir ein Thema, was wir auch bei Frankfurt Fleisch, wie gesagt, ich muss euch sagen, ich habe heute sehr gerne und sehr oft da gelesen und ich fand das interessant und deshalb wirklich das Starlines Kapal Emirates in die Starlines. Es gab ja mal Diskussionen zwischen Lufthansa und Emirates, ob man da nicht irgendwas macht. Man hat sich ja dann mit Etihad entschieden. Etihad ist ja da dann ins Terminal gekommen und so weiter. Und die Frage, die ich mir dann stelle, ist, warum kommt man bei Frankfurt Flyer auf die Idee? Ohne, dass ich das jetzt in Abrede stellen will, das ist ja ein interessantes Mindgame. Und zwar ist das so, dass man mit Avianca dort dann eine Art Codeshare eingegangen ist. Und zwar London Heathrow, Bogotá, Madrid, Medellin, Madrid, Cali, Barcelona, Bogotá. Und die Emirates-Flüge mit Codeshare-Nummer von Avianca sind Barcelona, Dubai, Madrid, Dubai und London Heathrow, Dubai. Interessant ist auch an der Stelle zu erwähnen, dass man natürlich sagen muss, dass man mit der Emirates dann auch bald nach Bogotá fliegen kann über Miami. Aber die Frage ist, will man das wirklich tun? Die Frage ist nämlich, ob man in Miami sitzen bleiben kann oder ob man raus muss und dann durch die Immigration und wieder weiter muss. Was natürlich für Passagiere, wenn man direkt zum Beispiel nach Madrid fliegt mit Emirates und dann von Madrid weiter nach Bogotá, ist eine wesentlich geilere Variante oder London Heathrow, egal ob Heathrow jetzt ein Nightmare ist als Flughafen, muss man ehrlicherweise sagen. Also insofern da von euch nochmal die Einschätzung, ist das jetzt etwas, wo man sagt, dass die Starlines da jetzt Emirates als Kunden vielleicht bekommen kann, zumal ja Katar auch bei Oneworld ist. Und viele Fluggesellschaften sehen ja auch die Emirates nicht mehr als Bedrohung in der Form an, wie sie in ihren Augen vorher war. Man hat halt mit dem Feind leben gelernt und man stellt halt auch fest, auch Emirates kocht auch nur mit Wasser. Aber das Erlebnis der Kunden ist bei Emirates gefühlt besser. Und das ist natürlich auch ein Thema, warum man sich dessen nicht annimmt. Ich finde das halt sehr interessant, dass man versucht, solche Themen zu ignorieren. Vielleicht ist das deutsch, vielleicht ist das halt westlich, dass man halt sagt, ich sehe es nicht, dann gibt es das nicht. Wie findet ihr das? Macht das für Emirates Sinn, in die Starlines zu gehen oder nicht? Oder sagt ihr, nee, hoffentlich nicht, weil so können sie nicht mehr die Cherry-Picking machen und sagen, wir können mit der Qantas, wir können mit dem oder mit dem. Und obwohl Qantas ja im Moment nicht so viel Liebe mit Emirates hat. Also, dass man halt dafür sein eigenes Netzwerk die besten Partnerschaften raussucht oder sagt ihr, naja gut, wenn sie eine Allianz sind, ist es eh wurscht, weil Lufthansa macht ja auch mit Cathay, obwohl sie nicht in der Starline sind, die Cathay-Leute. Also da wäre ich mal auf eure Meinung gespannt. Also kommentiert schön. Und ich muss jetzt die Sendung, damit wir nicht über die 30 Minuten kommen, nochmal etwas beschleunigen. Und zwar haben wir ein trauriges Thema. Und zwar ist das gestern passiert in Amsterdam, also am 29. Mai. Da ist ein Bodenmitarbeiter bei einem KLM Cityhopper Embraer Regional Jet-In Schiphol in Amsterdam ins Triebwerk gesogen worden. Und zwar sollte das der Flug KL 1341 nach Billund sein. Die Passagiere und die Crew sind halt rausgeholt worden aus dem Flugzeug, weil da jemand von dem Bodenteam in das Triebwerk eingesaugt worden ist und gestorben ist. Und Twitter oder X, wie es jetzt heißt, die Nachricht ist, fell into a running aircraft engine. Wie das passiert ist oder was da passiert ist bei diesem schrecklichen Unfall, das wird noch investigated, also wird noch untersucht und da müssen wir mal gucken, was es ist. Und es gab auch im letzten Juni, also weniger als ein Jahr, gab es den Vorfall in Dallas, wo jemand in 319 von der Delta eingesogen worden ist ins Triebwerk und eine Passagierin, die das gesehen hat, hat auch Delta verklagt, dass sie das sehen musste. Das finde ich natürlich auch nicht, kann Delta ja nichts für. Auf jeden Fall ist es so, dass die Maschine in San Antonio auf dem Weg zum Gate war. Und da ist dann der Mitarbeiter David Renner, 27 Jahre alt, ins Triebwerk rein. Und das war ein Suizid. Also insofern muss man gucken, was da war. Auch am Neujahrstag 2022 ist auf einem US-Flughafen, auch in der Embraer 175 von Envoy Airlines, die für American Airlines auf dem Montgomery-Flughafen in Alabama geflogen oder gelandet sind, auch ins Triebwerk rein. Da war es kein Suizid, da ist der Mitarbeiter einfach nur zu nah ans Triebwerk rangegangen.
nachdem das gerade auf seine Parkposition gezogen worden ist. Ja, Fliegen ist eigentlich geil. Wir sind auch alle toll und denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch zu kommentieren, abonnieren. Danke, dass ihr heute so lange durchgehalten habt. Eine halbe Stunde habe ich geschafft. Dafür habt ihr euch natürlich den Abspann verdient und bei Sorgen, Ängsten und Nöten. Ach, die Rufnummer habe ich nicht drin. Mach mal wieder rein. Unter dieser Rufnummer 13380 FQTTV könnt ihr mich erreichen bei Fragen, Sorgen, Ängsten oder Nöten. Also, alles klar, bis dann. Danke, ciao und bis morgen. Und ja, morgen nehme ich übrigens die Meilenheiler, also mein Schnäppchen für 2024, genau. Nein, für Juni 2024 auf. Also, es bleibt spannend. Danke euch, bis morgen und abspannen, hier ist er. Also, bis dann, ciao. Thank you.